sollten mich nicht anrufen. Der FBI-Agent, der Joyner ausgefragt hat, wer war das? Das hat Joyner nicht gesagt. War es ein Mann oder eine Frau? Eine Frau, eine Asiatin, hat er gesagt. Wieso? Komm schon, Peter Gera. Agent Damaschek und Agent Palmer. Strecken Sie bitte seitlich die Arme aus, Sir. Danke, meine Herren. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Gehen wir ein bisschen. Blödsinn, es muss Ihnen nicht leid tun. Was ist denn los? Ich werde langsam nervös, verstehen Sie? Irgendjemand wird es rauskriegen. Das FBI hat die Passagierliste. Alles nur Papierkram, Bürokratie. Sie kennen doch die Armee. Ich weiß, Captain. Aber die Wahrheit... Die Wahrheit ist schon seit langer Zeit begraben, Melvin. Nicht für mich. Nicht hier drin. Ich sehe immer noch all Ihre Gesichter, was wir getan haben. Sie müssen sich zusammenreißen, Mann. Ich wünschte, ich wäre da gestorben. Ach, kommen Sie. Ich schwöre, ich wünschte, ich wäre nie zurückgekommen. Was damals dort passiert ist, war nicht Ihre Schuld. Wir wurden verraten. Wissen Sie das nicht mehr? Wir mussten uns verteidigen. Wir haben getan, was wir tun mussten, um uns gegenseitig zu retten. Dieses neue Amt, das ich habe, da können wir uns so wie jetzt leider nicht mehr treffen. Deshalb muss ich es wissen. Kann ich mich auf Sie verlassen? Johannes 8,32. Nein. Elvin. Nein, Elvin. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist die Bibel, nicht die Regierung. Die Regierung interessiert die Wahrheit nicht. Es ist die Regierung, die lügt. Sie haben uns in ein Schlachthaus geschickt und dann haben sie es vertuscht. Sie haben uns benutzt, so wie wir sie jetzt benutzen. Ja, sie haben gelogen. Das haben wir alle getan. Ich habe den Kongress belogen, um die Einheit zu schützen, um Sie zu beschützen. Also halten Sie sich... Das war's. Zugriff. Um uns zu beschützen. Wenn Sie jetzt einen Rückzieher machen, zerstören Sie nicht uns, sondern... stehen bleiben. Keine Bewegung. Vizepräsident McLeish, ich verhafte Sie wegen Meineides vor dem Kongress der Vereinigten Staaten. Nehmen Sie die Hände hoch. Los! Lauf, Sie können! Schießen mich nicht. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Sie haben nichts, Wells. Auf die Knie. Auf die Knie! Ich bin der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Sie nur eine Polizistin.